Wunderschön, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So, soll es richtig sein? Na komm. Aha. So. Wir hatten ja diese ganz lange Mission noch vor uns, ne? Also, sind wir gerade mittendrin, wo wir noch irgendwie gut 1000 Meilen oder so vor uns haben. Immer noch Level 34. Irgendwie hängt gerade meine Maus. Fühlt sich gerade ein bisschen irgendwie so an, als wenn meine Maus hinterher hängt. Ah ja. Vielleicht ist es schon immer so gewesen. Und mir ist nur noch nie aufgefallen. Oder ich habe gerade Paranoia. €10.000. Mittlerweile ein Witz. Mittlerweile machen wir das ja, also unsere Mitarbeiter, das an einem Tag. Also wir haben schon 660.000. Wie viel brauchen wir nochmal für die Auflieger? Ich glaube, ich hole mal noch ein paar Auflieger, kann das sein? Direkt bevor wir loslegen, kaufen. Wo war die Werkstatt jetzt? War das hier unten die? Verdammt. Auflieger, Händler, wo ist denn? Wo es geht? Da. Militär. Los Angeles, genau, okay. Auflieger-Händler. Los Angeles war da, genau. Bam. Ja. Und weil es so gut war, noch ein. Und weil es so gut war, für vier reicht es nicht. Verdammt. Noch ein. Aber zumindest schon mal vier Auflieger da. Von 5. Dann passt das ja. Nice. Hoffe ich mal, dass die Auflieger auch gut genutzt werden. Der eine, der... Oh, wobei nur 23%. Ist jetzt gar nicht mal so viel. Nicht, dass das jetzt eine Fehlinvestition war. Guck mal hier, der wurde einmal gebraucht. Und seitdem nie wieder. Habe ich gerade eine Fehlinvestition getätigt? Ja gut. Transportierte. Ja, der wurde genau einmal benutzt. Kann man den Ding auch wieder verkaufen? Oh, da bekommen wir sogar fast alles zurück. Von 170.000 auf 150.000 zurück. Und das, obwohl der schon gebraucht ist. Gut, meine verbraucht, ich glaube, der jetzt auch plus 150. Und die bekommen wir 102. Ach, kann es sein, dass die, der Schaden dabei eine Rolle spielt tatsächlich? Okay, warte. Also wir haben 151k. Wenn ich den jetzt auch komplett restauriere. Ja, verdammt. Muss ich jetzt mal verkaufen. Danke. So. Wenn ich den jetzt auch vollständig ne? Bumm. Es geht aber tatsächlich um den Schaden. Das heißt, ein Gebrauchter kostet jetzt tatsächlich weniger. Weil eben, die kommen ja nicht mehr, also, ne, die kommen ja jetzt, normalerweise war es ja so, wenn Auflieger oder LKW von Kunden benutzt werden, dass sie danach immer im perfekten Zustand waren, weil die auch gleichzeitig reparieren. Dadurch, dass es jetzt aber diesen permanenten Schaden gibt, wird der wohl scheinbar nicht mehr repariert. Das ist sehr interessant. Wobei ich sehe gerade, guck mal hier bei den LKWs. Da haben wir ja so ein Zustandding. Ach nee, aber nicht. Den sehen wir nur, wenn wir hier sind. Stimmt, und das haben wir bei den Aufliegern auch. Aufliegermanager. Genau, da haben wir auch einen Zustand, ja. Genau. Das heißt, wir müssten auch hier bei den Symbolen denn sehen, wenn er. Genau, Anhänger benötigt Wartung. Das, was wir jetzt auch bei den LKWs haben, das Symbol. Interesting.
Gut, erstmal wieder laden hier. Genug rumgespielt. Dann wollen wir mal unsere Mission weitermachen. 22.01. Schon so lange her. Lol. Na. Gut. Ich würde mal sagen, da kaufen wir uns doch erstmal keine Auflieger, sondern gucken erstmal, dass es diesen Bug immer noch gibt, dass der ewig hängt. Denn, ja, ist natürlich blöd. Ich dachte, die Hänger werden häufiger benutzt. Ich meine, ich kann auch noch mal einen kaufen. Aber wenn der eine Hänger derzeit rumsteht, ich meine, kann natürlich sein, dass in den 3 Tagen dort keiner mehr war. Wobei, sind ja alles Neulinge, ne? Ach, alles ein bisschen. Warte. Wir müssen ja so ein bisschen Management machen hier. Also, wir haben ja in Los Angeles. Da sind ja alles neue Fahrer, ne? Genau, die ganzen Neufahrer sind alle in Los Angeles. Dann wäre es ja vielleicht günstig, dass wir die nach Phoenix bringen. Und die ganzen guten Fahrer dann nach Los Angeles bringen. Oder die LKWs mit Auflieger tauschen. Ach, ich weiß das alles nicht. Weil meine Idee war gerade, dass der Auflieger halt so lange nicht genutzt wurde, weil innerhalb dieser letzten 3 Tage keiner mehr da war, weil die alle auf Mission waren. Aber dadurch, dass da die ganzen Lowbob-Fahrer sind, dürften die noch gar keine so lange Mission haben. Kann man kurz gucken hier. Fahrtenbuch. Sieht man da genau Tag? Ah, siehst du, die sind in der Regel nur einen Tag unterwegs. Das heißt, dass in der Zeit keiner mehr in der Garage war, ist sehr unwahrscheinlich. Siehst du hier, die war jetzt gerade in Los Angeles, war Tag davor auch in Los Angeles. Den Tag davor war sie auch in Los Angeles, den Tag davor auch. Und bei allen anderen dürfte es genauso aussehen. Ja, Los Angeles, als Zungenbrecher. Und das jeden Tag. Also, warum nutzt ihr den Auflieger nicht, wenn er da nur rumsteht und sie da eh vorbeifahren? Ich dachte, die priorisieren die Auflieger tatsächlich. Aber scheinbar scheint dem nicht so zu sein. Man sieht hier aber auch nicht wirklich Prozentwert täglicher Aufliegernutzung bei momentaner Wirtschaftssituation. Grundlage ist die Stundenanzahl pro Tag, die dein Fahrer mit dem Auflieger arbeitet. Die Grafik wird zum Beginn des Tages aktualisiert. Höhere Prozentwerte weisen auf eine größere Nachfrage nach einem bestimmten Aufliegertyp in deiner Garage hin. Naja, doch die Frage ist, was heißt 100%? Dass er an dem Tag 24 Stunden genutzt wurde oder nur die typische Nutzung eines LKW-Fahrers, also ja, keine Ahnung. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wie gesagt, ich hätte halt gedacht, dass sie wesentlich mehr genutzt werden. Dann lassen wir es erstmal mit den Aufliegern und gucken uns tatsächlich doch erstmal nach einer weiteren Garage um. Da würde ich mal erstmal gucken, was mit dem Auflieger passiert, ob die Nutzung wirklich jetzt bei Null bleibt. Was? Warte mal ganz kurz, warte. Wir haben ja hier diverse Auflieger, die wir selber gar nicht nutzen. Zum Beispiel die beide, die sind sogar in Salt Lake City. Da sind ja auch unsere guten Fahrer, ne? Genau. Unsere beiden Philips sind mit uns in Salt Lake City. Die beiden sind auch in Salt Lake. Die anderen guten sind in Phoenix. Dann würde ich mal sagen, Auflieger, wir schicken mal unsere anderen Auflieger, die beide hier und den hier, nach Phoenix. War doch Phoenix, ne? Ja, genau, Phoenix. Schicken wir nach Phoenix, geben alle Auflieger frei und dann gucken wir mal, was passiert. Standort ändern, Phoenix irgendwo in der Mitte. Und hier unten, genau. Ja. Bam, Standort ändern, ab nach Phoenix. Das war unsere Heimatgarage, ne? Phoenix, glaube. So, und ganz ehrlich,
Die lasse ich mal da, wo einfach, thematisch dazu passt, wie von der Lackierung her. So, dann sind die bei den Phoenix, die bei den Salt Lake City. Und dann gehen wir einfach mal alle frei. Momentchen mal. Diese eine Fahrt, die er hatte, das waren wir. Wir haben den Auflieger nie freigegeben. Well, das könnte ein Grund sein, weswegen er nicht genutzt wird. I guess. Ja, die eine Fahrt waren vier. Das ist gerade ein bisschen dumm gelaufen. Gut, das würde dann auch erklären. Ja. Gut, dann gehe ich mal davon aus, dass die jetzt alle extrem genutzt werden. Überprüfen wir aber sicherheitshalber erstmal. Und wenn der jetzt wirklich mit der Nutzung wieder hochgehen sollte, like completely, dann kaufen wir nochmal weitere LKWs, Auflieger. Dann lassen wir das Geld erstmal hier. Da haben wir wenigstens bald die erste Million. Easy. Geil. So fühlt sich Dummheit an. So, wir haben getankt. Wir hatten letztens alles gemacht. Wir können also direkt los. Wie geht's hier raus? Ach da. Okay, die Lied ist schon mal sehr abstrakt. Oh. Wann wird das? Wieder so eine Bunsenbrennerflamme. Oh. Wir werden vorgelassen. Das ist aber sehr lieb von dir. Oh, dann lässt es auch vor. Noch lieber. Oh, ist ja bloß noch 650 Meilen. Wow. Und da wir jetzt 80 fahren können, gut, die Frage ist wie lang, ja, könnte es sogar sein, dass wir in zwei Folgen schon fertig sind. Aber weil die Folge schon halb vorbei, verdammt. Na, mal schauen. Was? Hashtag Filmiku.
Ich habe die 80 erreicht. Nice. Hoffentlich können wir die auch halten. Spawnt da erstmal ein Hubschrauber. Ach, diese abgeschnittenen Berge. Da vorne wird es mir ganz schön voll. Mal schauen, wie lange wir die 80 halten können. Weil links wird gerade frei. Dann ziehen wir mal nach links. Die Autos dürfen eh nicht schneller fahren als wir. Von daher blockieren wir auch niemanden. Easy. Wow. Selbst bergauf gehen wir nicht wirklich mächtig runter. Not bad. Ich bin schon auf der Schule hier. Ah, einmal pengen könnten wir noch. Wäre also die Frage, ob wir jetzt die Nacht über schlafen gehen. Weil bei 10 Stunden müssten wir eigentlich nicht schlafen. Also wenn wir wirklich so durchkommen. Wir müssen ja erst in ungefähr 11 Stunden schlafen. Wir könnten es also auch durchziehen. Aber wirklich Sinn macht es nicht. Jetzt kurz wird es noch neblig. Lol. Man sieht einen Scheiß, Digga, Alter. Was ist das gerade für ein Nebel? Holy Guacamole.
Ich glaube, vor uns sind zwei Autos. Ah, nicht sogar ein paar mehr. Ich dachte gerade schon, ich stehe auf der Abbiegerspur. Züge! Oh, wie war's? Weiter! Hol die Kamera raus! That's a big one! Fährt er langsam. Der ist ja fast Stillstand hier. Geht's noch langsam mal, oder was? Welcome to Euro Train Simulator. American Train Simulator. Hey, oh, er beschleunigt. Na gut. Eigentlich wollte ich mal hier hin.
Wow. Alter. Schöner Himmel. Schöne Ladesequenzen. Also man muss schon sagen, das mit dem Himmel, jetzt, das ist schon echt, wie gesagt, allgemein so diese ganzen Umgebungen, also allgemein so was Wetter so anging, was so Sonnenaufgang und Untergang vor allem und so anging, war schon immer geil bei den Spielen. Aber ich glaube, jetzt mit dem HDR kam noch mal einiges dazu, gerade was so diese Weitläufigkeit vom Himmel anging. Diese extreme, also es halt nicht einfach nur einfarbig ist, sondern wirklich so ein Hintergrund verläuft, sind dann ne, so vom Horizont so gräulich auch noch so wird. Das gibt den ganzen mehr eine Unendlichkeit. So eine extreme Weite. So, was haben wir jetzt wieder für einen Superlammerzug an hier? Hä? Wie sind die Züge? Oh, die genau der gleiche Zug. Lol. Na gut. Dann, ja, würde ich mal sagen, was soll mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zu einer späteren Folge dann wieder. Bis dann.